Also Freunde, da bin ich wieder. Und zwar möchte ich heute mit euch Hähnchenschenkel machen. Hähnchenschenkel ist nichts Besonderes, aber diese Hähnchenschenkel finde ich schon besonders, weil die sind riesig. Die sind schon richtig, richtig groß, mega groß. Also ich freue mich schon drauf, die zu essen. Dazu soll es Pommes frites geben und die werden wir auch selber schneiden. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. So, die sind bereits gewaschen und etwas getrocknet. Und jetzt werden wir sie salzen. Kräftig Salz. Wichtig ist hierbei, dass wir jetzt die Haut gut salzen. Decken die nochmal ab und lassen die einfach so stehen. So lassen wir jetzt die Hähnchen einfach stehen und das Salz entzieht der Haut die Feuchtigkeit. Dadurch werden die hinterher schön knusprig. Wir kümmern uns derweil um die Marinade und um die Pommes. Für die Marinade nehmen wir etwas Sonnenblumenöl. Drei, vier Esslöffel. Geben da ordentlich Paprika rein. Eins. Zweieinhalb Teelöffel, vielleicht noch eine Prise Salz. Halber Teelöffel Pfeffer. Etwas Cayennepfeffer. Ein halber Teelöffel Curry. Und noch etwas scharfen Paprika. So ein halber Teelöffel. Gut, das war's schon. Damit werden die nachher eingestrichen, bevor sie in den Backofen kommen. Und wir kümmern uns jetzt um die Pommes. Die Kartoffeln werden wir schälen. Darauf achten, dass ihr festkochende Kartoffeln benutzt. Die werden für Pommes einfach besser. So, kommen wir zu den Pommes. Die wollen wir mal als Wellenschnittpommes machen. Ich habe das noch nie gemacht. Und wir werden uns da so Jumbo-Pommes machen. Das sind auch wunderschöne Pommes frites. Die Kartoffeln werden wir uns unter fließend Wasser oder mit Wasser abwaschen, kaltes Wasser. Das ist die Stärke, da entfernen wir die Stärke. Ich gieße einfach da rein. Das mit dem Pommes hat wunderbar geklappt, habe ich das erste Mal gemacht. Also ich finde diesen Wellenschneider richtig klasse, macht Spaß damit zu arbeiten, zack, zack. Wenn man das zwei, drei Mal gemacht hat, denke ich, geht das auch noch ein bisschen schneller von der Hand. Wir heizen jetzt unseren Backofen vor und werden die Hähnchen marinieren. Unter die Hähnchen legen wir so kleine Kartoffeln, dass sie nicht gar so im eigenen Saft schwimmen oder im Fett schwimmen. Es ist nicht ganz so wichtig, weil die Haut ist ja doch ziemlich weit oben oder die Hauptseite der Haut. Aber wir werden trotzdem mal unter jeder Keule drei Kartoffeln legen, wenn es passt. Und der Deckel muss ja auch noch drauf. Also hier passt es. Schneiden wir uns einmal durch.
Machen wir mal den Test. Der ist zu hoch. So. Ja, das sollte schon reichen. Normal braucht es das auch nicht. Das passt schon so. So, gut. Die sehen jetzt schon lecker aus. So. Machen wir so rum oder ist es gerade wurscht? Deckel drauf. Und so kommt er dann in den vorgeheizten Backofen, 240 Grad Umluft. Natürlich, es ist zwar schon 19 Uhr oder kurz nach 19 Uhr, meine Tasse Kaffee darf natürlich nicht fehlen. Unsere Pommes machen wir auch gleich, das heißt, die müssen wir ja noch trocknen. Ich habe auf dem Handtuch gekippt und bei der Menge ist es dann hinterher nötig, dass man die zwischendurch mal wendet. Hier haben wir noch die Marinade von den Hähnchen. Die werden wir mit benutzen und natürlich Salz. Paprika noch drauf. Und dann so ein bisschen durch, dass alle Pommes so ein bisschen mit Öl benetzt sind. So sehen jetzt unsere Pommes aus. Es ist jetzt so, dass wir den Ofenzauberer eigentlich auch als Deckel für die Ofenhexe nehmen könnten, aber es ist offiziell von Pemberchef nicht freigegeben. Das heißt, man würde die Garantie verlieren, wenn der Ofenzauberer auf der Ofenhexe steht und es passiert was, dass er bricht. Deswegen werden wir das nicht im Video machen und wir haben den großen Vorteil, wir haben zwei Backöfen, unsere Pommes kommen in den Backofen an. So, ich melde mich nochmal zwischendurch, Pommes sind drin und die Hähnchen sind ja drin, das haben wir gesehen. Ich habe da ein bisschen Bedenken, dass mir die bei 240 Grad und 50 Minuten noch nicht durch sind. Ich werde die Temperatur jetzt runterstellen auf 220, Umluft lasse ich an und dann nicht 50 Minuten, sondern lieber 60, 65, vielleicht sogar 70 Minuten. Weil es sind ja doch Riesendinge. Nach 50 Minuten schaue ich mal rein, wie sie ausschauen und dann können wir das nochmal neu entscheiden. So, 45, 50 Minuten sind jetzt rum und wir wollen mal zusammen reinschauen, wie unsere mega Hähnchenschenkel jetzt ausschauen. Sehen mal klasse aus, oder? Wenn das nicht toll ausschaut, ne? Also es ist auch ganz wenig Fett. Aber ich glaube nicht, dass die schon durch sind. Also wir lassen die gute Stunde, lassen wir die schon drin. Wir legen den Deckel auch nochmal auf. Wir wollen uns ja nicht den Backofen verspritzen und man sieht, die werden ja auch so schön knusprig und braun. Eventuell dann die letzten 15 Minuten nochmal ohne Deckel. Hier nebenan sieht ihr unsere Pommes, die knuspern auch so vor sich hin. Die scheint auch bald fertig zu sein. Ich glaube, das wird ein mega leckeres Essen.
So, nach weiteren 15 Minuten nehmen wir jetzt den Deckel ab, betupfen die nochmal mit dem Fett hier unten drin und geben sie nochmal ohne Deckel zum Nachknuspern zurück in den Ofen. So, die sehen klasse aus, prächtig sehen die aus. Wir werden die jetzt, oder ihr habt es gesehen, wir werden die jetzt nochmal ein paar Minuten ohne Deckel im Backofen lassen. Es wird da jetzt kein großer Dreck passieren, das Fett ist ausgebraten. Wir werden das nur nochmal etwas nachknuspern. Sie sind schon toll. Ich denke, 2-3 Minuten, das wird reichen. Unsere Pommes sehen auch schon gut aus. So, unsere Hähnchen sind fertig. Ich freue mich richtig. Die sehen so mega klasse aus. Die holen wir jetzt raus und schauen uns die zusammen an. Pommes sind auch fertig. Die sind klasse. Insgesamt waren die jetzt doch 1 Stunde und 10 Minuten drin. Ich habe dann ja die Temperatur runtergestellt. Nicht, dass sie mir trocken werden. Aber es blubbert noch unter der Haut. Also saftig werden die sein ohne Ende. Ich freue mich richtig drauf. Wenn das nicht herrlich ausschaut. Mega knusprig. Schön, freut mich. Und hier haben wir unsere Pommes. Die habe ich jetzt zwischen den schon 2-3 Mal drehen müssen. Wir haben auch unten ziemlich viel Wasser drin gehabt. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Vielleicht liegt es an der Kartoffelsorte. Das ist auch eine neue, die habe ich noch nie gehabt. Aber probieren wir mal. Sehr gut. Wir freuen uns jetzt aufs Essen. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Und vom Optischen her ist da, glaube ich, nichts einzuwenden. Die sehen richtig mega, mega klasse aus. Wenn die genauso schmecken, wie sie jetzt ausschauen, dann bin ich mehr als zufrieden. Gut, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als einen Teller herzurichten. Davon mache ich euch natürlich wieder ein schönes Bild. Und es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ciao, macht's es gut.